Hallo und herzlich willkommen zu Fortschrittskraft Evolved. Habe ich jetzt zu laut gesprochen? Da ist gerade so richtig stark ausgeschlagen hier bei mir. Ich wollte euch mal kurz zeigen, warum ich es verkackt habe. Letzte Mal. Das Mikrofon habe ich ja noch relativ neu. Ich kenne mich noch nicht so gut damit aus, weißt du? Und hier oben dran, da ist so ein Lautstärkeregler. Also damit die Aufnahmelautstärke kannst du damit einstellen. Und den kann man ziemlich leicht verdrehen. Und ich habe normalerweise meinen Kopfhörer, den habe ich hier so, sieht man jetzt nicht, ne? Den hänge ich immer so hier drüber und wenn ich den wegnehme, dann kommst du da oben relativ leicht dran. Und dabei habe ich das wahrscheinlich verdreht und nicht bemerkt. Jetzt habe ich mir aus so Klettverschluss, den habe ich mir oben drauf geklebt und auf der Seite und dann kann ich mir so einen Klettverschluss darüber machen. Und jetzt kann der sich nicht mehr verdrehen. Aber wenn ich ihn denn, wenn ich, falls ich doch mal in die Verlegenheit komme, den verdrehen zu wollen, dann mache ich einfach den Klettverschluss ab. Geil, ne? So, sorry, dass die letzten Aufnahmen scheiße waren, aber es ist ja auch schwierig. Du kannst das dann nicht neu machen. Das ist. Ja, das ist ja eher so ein serverbasiertes Spiel. Du hast jetzt keinen Spielstand von der Zeit irgendwie. Du kannst die Zeit nicht zurückdrehen. Das ist ein bisschen doof. Aber works as designed, ne? Ach, guck mal, und wer da ist? Unser Kollege. Und um den wollte ich mich diese Folge mal kümmern. Denn, warte mal, jetzt weiß ich gar nicht mehr, war das hier drin? Oder war das hier drin? Drehen. Ich weiß es nicht mehr. Ich habe schon wieder versaut. Ich habe schon wieder vergessen. Nee, hier kommt das nicht mehr. Wo habe ich das denn gesehen? Oder hatten wir das schon? Da. Übrigens habe ich gerade erst, also vor 5 Minuten oder so, ist die erste Folge online gegangen. Premiere. Gut, da waren jetzt nicht so viele da. Ehrlich gesagt habe ich ja auch nicht mit so vielen gerechnet. Aber der Wompsi, habe ich das richtig ausgesprochen? Wompsi, der war da. War cool. Und beim Wompsi bin ich guter Dinge. Ich glaube, der bleibt dabei. Wie ich den kenne, der steht auf so einen Scheiß und der steht unglaublich auf Fortresscraft. Und am Ende hat er recht. Fortresscraft ist ein unheimlich geiles Spiel. Ja? Das Problem am Fortresscraft ist, finde ich, halt nur so ein bisschen das Handling von dem Spiel. Das Spiel macht einen dem Einstieg nicht unbedingt einfach. Man sucht sich teilweise einen Wolf, man weiß gar nicht, wofür manche Dinge gut sind. Und ich finde jetzt zum Beispiel wieder mal nicht. Hier ist nur Arthur, ne? Wo ich diese Spider-Bot-Kackzeug da. Und jetzt ist wieder die große Frage. Weil wir brauchen ja 225 Blöcke. Wenn ich jetzt sage, herstellen. Wie viele von diesen Blöcken hat der hergestellt? 25. Ganz schön viel Material für so wenig Einsatz. Ach, hier steht es ja auch. Das wäre noch einfacher gewesen für mich. Alter, ehrlich, ey. 225. So viele. So viele Blöcke brauchen wir dafür. Und die haben wir jetzt. Und jetzt gehen wir. Ja. Ich kann jetzt auch Schilder machen. Habe ich euch schon gesagt, dass ich jetzt auch Schilder machen kann? Guck mal hier, Zinn. Zinn, wer braucht Zinn da drauf? Manchmal ist das eigentlich ganz praktisch. Wenn du das da drauf liegen hast, kannst du zum Beispiel von da aus auch in die Maschine legen. Zum Beispiel in, oder in so ein Storage oder so. Aber ich bin halt nicht besonders gut, wenn es darum geht, die Mechaniken dieses Spiels vernünftig einzusetzen. Hier habe ich schon so ein bisschen Platz gemacht,
Und hier wollte ich den Spider-Bot beheimaten. Jetzt brauchen wir 15. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Kann man machen, oder? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Ob ich alles richtig gemacht habe, erfahren wir, wenn ich jetzt so mache. Diese Technik, die kannte ich zum Beispiel am Anfang auch überhaupt nicht. Wenn du dann was bauen wolltest, bist du bald wahnsinnig geworden. Also das sind so grundsätzliche Sachen, die sollte man kennen, wenn man das Spiel halbwegs vernünftig spielen möchte. So, und jetzt habe ich erstmal nicht so richtig einen Plan, was ich damit mache. Also ich glaube, ich stelle jetzt einen Lagercontainer hier hin. Oder steht das vielleicht sogar da unten drin? Wenn man mal hin und wieder ein bisschen liest in dem Spiel, kommt man dadurch auch weiter. Aber ja. Fülle Container mit geladenen Lithiumspulen. Ja. Man muss eigentlich nur lesen. Geladene Lithiumspulen. Meine geilen geladenen Lithiumspulen, ja. Okay, funktioniert nicht. Vielleicht muss der erst kommen, damit das funktioniert. Ich hätte jetzt gedacht, dass Spider-Bot Energie. Beacons filled fails. Der kommt, guck. Der ist schon geil da drauf. Der ist schon ein bisschen geil da drauf, ja? Komm, Junge. Komm bei. Vielleicht futtert der dir ja jetzt, wenn er da drauf geht. Keine Ahnung. Mal gucken. Oh, brech dir nicht die Knochen, Junge. Guck mal, 62. Ja, da. Der nimmt die. Ja, nice. Aber ich schätze mal, das reicht nicht. Ein paar kann ich noch holen, aber nicht viele. Ich muss auch ganz ehrlich zugeben, als ich das früher mal gespielt habe, ja, habe ich eigentlich das meiste, weil ich so gebaut habe, hier oben gebaut. Und diesmal wollte ich ja jetzt so dahin mal übergehen, das hier unten zu bauen. Aber ehrlich gesagt, so richtig glücklich bin ich damit nicht. Ich überlege, ob ich alles nach oben vorlege. Es sieht hier einfach auch ein bisschen freundlicher aus hier oben. Das ist auch nicht schlimm. Also irgendwie, ich glaube, die Angreifer, die interessieren sich für das Zeug, soweit ich weiß. Ich habe das Spiel nie durchgespielt. Ich kann deshalb nicht so genau sagen. Aber soweit ich weiß, interessieren sie sich eigentlich nur dafür, das Ding platt zu machen. Und so wie wir das Spiel jetzt eingestellt ist, klauen die dir am Ende nur die Energie. Die ist dann weg, die musst du neu aufbauen und dann ist wieder gut. Und
dann kommen halt die nächsten Gegner. Oder die Gegner kommen eigentlich ständig. Die werden, so wie ich das jetzt gehört habe, werden die einfach immer nur schlimmer. Je mehr du baust und je mehr du machst, desto schlimmer werden die. Ich glaube, hier sind geladene. Nee. Hier. Hier sind geladene Spulen drin und um ehrlich zu sein, wir brauchen eh mehr davon. Und hier habe ich mir ja, wenn ich jetzt so mache und dann T drücke, dann macht er automatisch den Container wieder voll. Aber das müssen wir, wir haben ja Lithium schon hier oben liegen. Das muss elektrisch gehen. Ja? Und wir müssen da ja nachher auch Teile draus bauen für die Forschung und all sowas. Und ich glaube, ich werde das alles hier oben hin verlegen. Hier drunter dann halt für Support-Sachen ein bisschen Platz, ein, zwei Stockwerke vielleicht. Nach unten für irgendwelchen Kram, für Fließbänder und so einen Rotz. Aber den Rest lege ich mir nach oben. Das ist ein bisschen Umbau. Deshalb werde ich das meiste davon wohl offline machen. Wir haben die Dinger ja jetzt schon aufgebaut, so. Und ich baue das dann halt um und dann gucken wir uns das nochmal an, wie ich das aufgebaut habe. Und ich denke mal, dann ist gut, oder? Wahrscheinlich wird es Gemecker geben, keine Ahnung. Aber bis dahin bin ich schon wieder, weiß nicht, 10, 20 Folgen weiter. Ist halt so. Wo sind die Spulen? Hier hast du noch ein paar. Da, friss. Wo sind wir denn jetzt? Bei 21.000 waren wir und wir müssen 150.000 da reinstecken. Und ich weiß nicht, ob wir das nur einmal machen müssen oder ob wir das öfter machen müssen. Keine Ahnung. Und irgendwie musst du den, glaube ich, aber auch noch mit einer Waffe ausstatten oder so. Bin ich nicht sicher. Naja, mal schauen. Guck mal, da ist ein Pfeil. Siehst du den Pfeil? Ich glaube, der zeigt dir immer an, wo deine Station ist. Der ist mir da gerade zum ersten Mal aufgefallen. Nur noch 32 Forschungspunkte. Ich hatte überlegt, mir hier so diese Fenster vielleicht. Ich habe die noch nie verwendet. Trotzdem, ich möchte die mal erforschen. Guck mal hier, Spiderbot Blaster. Das hört sich nach einer Sache an, die wir haben wollen. Kleine und mittlere Ziele. Ja, das ist doch in Ordnung. Forschen wir. Enhanced Drill Motor. Ist wahrscheinlich auch nicht so schlecht. Erhöht die Fördergeschwindigkeit um 400%. Ja, höherer Energieverbrauch. Müssen wir irgendwie mit leben, aber nehmen wir auch. Ja, diese Linsen. Denke mal, das wäre wahrscheinlich nicht die dümmste Idee. Autobilder habe ich keinen Plan von. Und hier mit den Dingern, ich glaube, die sind, wenn du unterwegs keine Energie mehr hast oder so, und dann kannst du dich damit wieder auffüllen. Aber weißt du, was mir gerade einfällt? Ich glaube, wir können unsere Forschung abholen. Ist das hier? Boah, ich hole das alles nach oben. Das ist mir hier unten alles viel zu verwinkelt und dann hast du hier noch die Depots drin und so. Das ist. Nee. Hier. Sammeln Sie Ihre Forschung. Sehr schön. Achso, ich wollte das nicht anklicken. Intermediate Miner Upgrade. Spiderbot Defense. Aber das kannst du gar nicht machen. Das könnten wir machen. Basic Logistics. Ich
Ich glaube, die sieht auch so aus, als wenn wir die noch gar nicht haben, ne? Ja, Construction Paste. Wir müssen auch mal, ich weiß nur nicht genau, wie ich die herstelle. Irgendein Gerät brauchst du dafür. Ich weiß gar nicht, könnte sein, dass wir das schon haben. Basic Robotics. Okay. Kann ich hier nicht einfach diese Dinger reinstecken, die ich habe? Hier die Teile? Irgendwie konntest du die... Und dann kriegst du dafür Forschungspunkte oder so, ne? Das ist doch jetzt das Richtige, ne? Das sind Forschungsteile, ja. Der macht schon. Lass ihn die mal erforschen. Ich glaube, wir kriegen dafür Punkte. Aber ich sag's euch, ich reiß den Scheiß hier ab, ich stelle das oben hin. Dann haben wir hier schon mal so Dinger reingezogen, aber das ist mir hier unten, ist mir dazu zu bedrückend. Ja, hier oben ist schöner. Wir müssen vielleicht noch ein bisschen Platz schaffen hier und da. Mal gucken, wo wir das dann hinstellen. Weiß ich noch nicht. Wir machen das schöner. Hast du schon wieder... Warte, ich gebe dir Lithium. Der macht das immer noch da. Aber von da sind die doch schon angeflogen gekommen. Guck mal, leer. Mehr. Mach mehr. Wir brauchen Energie für einen Spider-Bot. Ist jetzt eigentlich hier Spider-Bot-Schleuder? Schnellfeuernde Energiewaffe, jedoch wenig... Ja, wenn ich die jetzt Kräfte, habe ich die dann oder kriegt er die automatisch? 25, nicht schlecht, nicht schlecht. Kann ich, Crafting. Brauchen wir immer wieder ein paar von. Warte mal. Ich habe gerade Angst, dass uns vielleicht... Wir haben zwar noch eine ganze Menge Lithium, aber... Ich schmeiß mal gleich wieder welches hier rein. Und ich habe jetzt auch die, die Dinger hier getauscht. Ich musste mit erschreckend feststellen. Komm, saug mich leer. Wenn der stand ja andersrum. Der grüne stand ja oben und der blaue unten. Der grüne schafft es aber nicht, den blauen ganz zu laden. Das war mir auch neu. Also man lernt in dem Spiel eigentlich nie aus, um ehrlich zu sein. Ich wollte jetzt einfach mal, ich weiß, das ist eine billige Lösung für Arme oder so, aber für mich im Moment eine, wo ich das Doppelte da reinlegen kann. Oder? Geht doch. Ne, dann... Das geht schon. Das ist okay für mich. Warte, ich komme. Ich habe Leckerchen bei. Lecker. So. Lecker. Ja, hast du. Und? Alter, das dauert ja noch Jahre. Ehrlich. Ach, der Wurm ist wieder da. Keine Ahnung, wie ich die am besten loswerde. Ich sollte hier eine standardmäßig eine Selbstschussanlage hinstellen. Irgendwie. Mit, hier könnte man von hier Energie wegnehmen. Dahin leiten. Und automatisch diese Würmer abballern lassen. Einfach nur so, weil man es kann. Weißt du?
Ich wollte ja ungefähr seit 37 Folgen oder so den Scheiß hier aufrüsten, was ich auch noch nicht gemacht habe. Und wir haben noch sechs Ranzel-Lasertürme. Und die kann ich nicht bauen, weil ich keine geladenen Lithiumspulen habe. Weil der Spiderbot alle wegfrisst. Aber die sind ja schon ein bisschen. Crafting. So, vier Stück. Ich weiß nur nicht, ob ich die überhaupt hier unten irgendwo. Wo sind sie? Gab es eigentlich noch irgendwo? Ich bin ziemlich sicher, es gab noch irgendwas, was ich hier bauen oder erforschen wollte oder so, wo ich vor. Guck mal, die können wir bauen, ey. Wo ich vor der Aufnahme noch dran gedacht habe. Aber was dann immer während der Aufnahme plötzlich nicht mehr da ist. So eine Induktionsplatte ist auch nicht übel. Alter. So teuer ist die? Kein Scherz. Okay. Ich glaube, das ist eine hier. Induktionsplatte, siehst du? Theoretisch muss sie da drunter sein. Ich weiß nicht, was passiert, wenn ich die ausbaue. Grobe organische Fokuslinse. Davon haben wir ja einige gebaut. Diamantfokuslinse. Da, die ganze Diamantkristall, der war doch. Was habe ich jetzt gedrückt? Ich habe. Moment, so. Da hinten war so ein Diamantkristall. Da könnten wir sogar eine von bauen. Wenn wir denn wollten. 15%. Hä? Das ist die doch viel besser. Verstehe ich nicht. Ist das vielleicht falsch? Sollte da vielleicht ein anderer Wert stehen? Lift. Ich möchte ja auch gerne einen Lift bauen. Weißt du, was ich für einen Lift haben möchte? Ich möchte einen Cargo-Lift haben. Ich weiß aber nicht mehr, was ich dafür tun muss, um den zu kriegen. Da wird wahrscheinlich auch irgendeine Forschung oder so dranhängen. Ich weiß aber nicht welche. Das Einzige, was ich immer machen kann, ist einfach nur erforschen, bis ich die Sachen plötzlich habe. So, acht geladene Lied. Oh, wir brauchen dann aber auch noch mehr Türme. Oder habe ich das Ding jetzt schon gebaut? Crafting. Keine Ahnung. Hatte ich doch noch nicht gebaut, ne? 12. Crafting. Jetzt habe ich es gebaut. Hier. Und was mache ich jetzt damit? Kann ich dem Spiderbot die ins Inventar legen oder so? Warte mal, steht da unten irgendwas, wenn ich da drauf gehe? Kann ich irgendwas. Der Mutterboden und der Schnee werden beschädigt? Da steht dann auch, was man dafür braucht. Ich sollte vielleicht öfter mal hier reingucken.
Aha. Oh. Bedrohungsstufe 437. Ich glaube, die war mal kleiner. Jetzt bin ich mir nicht mehr sicher, ob ich dem das geben soll oder nicht. Ich werde ihn jetzt erstmal aufladen und werde dann mal gucken, was der überhaupt macht. Aber scheiße, ich hätte da mal neues Material reinlegen sollen. Ui. Ah, da ist aber noch einiges drin. Kannst du nicht mal schneller arbeiten? Das ist immer noch so eine ziemlich billige Lösung, die ich hier habe, ne, mit der Energie. Das ist sehr billig. Das muss besser werden. Aber vielleicht baut er jetzt ein bisschen schneller. Hoffe ich. Na, ob das jetzt wirklich viel gebracht hat, weiß ich nicht. Tee. Der nächste Angriff steht bevor. Habe ich eigentlich alle meine Dinger wieder eingesammelt? Eins. Irgendwo muss nur einer rumstehen. Oh, wo habe ich den denn eingesetzt? Zuletzt hatte ich hier was gemacht und da hinten, aber. Ach, da steht er. Ih, nein, ich fliege vorbei. Ein Steinchen rein. Ich glaube, da müssen wir erst hier oben hinstellen. Manchmal eben von Hand geht, glaube ich, schneller. So, eins, zwei, drei. Ich stelle den mal hier hin. Machet. Your base is under attack. Da kommen sie. Ja, schade, der Spider-Bot ist noch nicht so weit. Haben wir 8 Stück habe ich davon, okay. Ich weiß nicht, ob das auf Dauer reicht, aber für den Moment. Oh, wo sind die denn jetzt? Ach du Scheiße, auf 4 sind die. Damit wir schon mal ein bisschen bessere Verteidigung haben. Ist zwar alles noch recht billig, aber ist okay, glaube ich. Das wird dem Gegner schon mal wieder zeigen, dass wir uns nichts gefallen lassen. So nicht, mein Freund, so nicht. Tee. Gib das mal her. Ich hole mal neues Lithium. Ach so, ich wollte euch auch noch was zeigen.
Eisen nehme ich auch mal raus. Aber wir gehen mal kurz runter. Oh, ich habe gedacht, das geht schief. Ich habe hier hinten schon mal ausgegraben. Also ein paar Meter weiter nur. Tada, Eisen. Das ist unsere nächste Eisenquelle. 700.000. Hier habe ich so einen Weg gemacht. Und ich glaube, es gibt einen Block, mit dem wir hier eine Kreuzung reinmachen können. Habe ich noch nie benutzt, probieren wir aber aus. Weil ich glaube, unser Eisen... Mal gucken. Ach, das sind noch 260.000. Habe ich jetzt... Na, okay. Dann hält das noch einen Moment. Aber wenn es soweit ist, dann können wir auf jeden Fall... warte mal, dieser Block... Ich muss mal eben gucken, ob wir den bauen können oder ob ich den erst erforschen muss. Nee, der ist hier nicht drin. Dann muss ich den wahrscheinlich noch erforschen. Rezepte? Warte mal. Hier. Also, was der genau macht, weiß ich noch nicht. Muss auch für irgendwas gut sein. Aber der, den bauen wir jetzt mal. Forschen mal. Und dann bauen wir den, wenn wir... Hallo? Müsste der nicht hier sein jetzt? Ja, ich verstehe das Spiel manchmal nicht, ehrlich nicht. Okay, da brauchst du ein leichtes Maschinengehäuse für. Und wenn ich das richtig sehe, wie gesagt, ich habe den noch nie benutzt. Hier, leg den mal da drauf. Ich pack den jetzt mal dahin. Cool, ne? Und damit können wir dann so eine Kreuzung machen. Sehr schön. So machen wir das. Und die gibst du mir mal? 33. 33. Ja? Finny. Ach so. Der Wompsi hat gesagt, das ist nur was hier eigentlich so für Server und so gedacht. Damit die Leute das Zeug nicht mehr im Inventar haben. Ich finde das aber praktisch. So brauche ich das nicht jedes Mal in irgendwelche Kisten reinlegen oder so. Sondern so geht das elektrisch. Wenn ich jetzt noch ein bisschen mehr Strom hier drin hätte, würde das noch schneller gehen. Aber ja, ist egal. Ist erstmal okay für mich. Ich würde da nicht hinfliegen. Die erschießen euch alle. Ich sag's euch. Ich sag's euch, wie es ist. Es hat ein schönes Bild für das Video. Ja?
mit dem Spider-Bot im Hintergrund und so, nehme ich das Bild so als Video-Vorschau für YouTube. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.